Eine Frau namens Victoria hat Verbindung mit mir aufgenommen. Sie sagt, sie vertritt einen Kunden, der beeindruckt ist, wie ich die Sache mit Ramirez erledigt habe. Ich soll etwas für ihn stehlen. Ich soll ein Zauberschwert beschaffen, das einem adligen Sammler namens Konstantin gehört. Über ihn ist kaum etwas bekannt, außer, dass er ein wenig exzentrisch und neu in der Stadt ist. Er pflegt wenig gesellschaftlichen Umgang. Victoria vermutet, dass das Schwert ausgestellt, aber schwer bewacht und mit Alarmanlagen geschützt wird. Sie erwähnte auch, dass die Wachen gut organisiert und kräftig sind. Das Haus soll verwirrend angelegt sein. Das Haus wurde erst kürzlich gebaut, also musste ich aus Beobachtung und Gehörtem meine eigene Karte zusammenstückeln. Das Anwesen scheint das reinste Labyrinth zu sein. Tja, wer genug Geld hat, darf sich auch in Irrenhaus hinstellen. Das wird eine Herausforderung, aber sie wird besser bezahlt als die letzten Aufträge. Wie üblich wird der Haupteingang schwer bewacht, aber ich habe einen anderen Zugang entdeckt. Wenn ich das Schwert allerdings dann habe, muss ich sehen, dass ich wieder hinauskomme.